Hallo, heute gibt es mal wieder einen Tipp zu GIMP-Bildbearbeitung. Nun, mit GIMP macht man normalerweise ein statisches Bild, ne? Ein neues statisches Bild irgendeiner Größe und malt da drin rum. Viel schöner sind jedoch animierte GIF-Dateien, ne? Wie man sie vielleicht von Webseiten kennt. Und ich mache jetzt mal hier ein Beispiel. Ja, gut, das ist jetzt ein Bild. Ein animiertes GIF besteht aus vielen Bildern. Ich nehme jetzt mal das Textwerkzeug und gehe mal auf Größe 135. Ich habe schon mal ein bisschen geübt. Schwarze Farbe, Text. So, klick hier hin und schreibe hier hin den Text Linux. Gut. Den Text kann ich mir mit dem Positionierwerkzeug, mit dem Verschiebewerkzeug auch irgendwo hinschieben. Ist aber eigentlich egal erstmal. Gut, mit dem Textwerkzeug kann ich den Text wieder bearbeiten. Dieser Text soll animiert sein, dass da Linux erscheint, und zwar Buchstabe für Buchstabe. Wie machen wir sowas? Wir sagen bearbeiten, kopieren. Ne? Wir kopieren uns jetzt nur diesen Bereich, der da so ist, und sagen bearbeiten. Einfügen als neues Bild. So, hier sehen wir also das, was wir gerade kopiert haben, und zwar nur das, ne? Also das ganze Bild mit dem Weißen war ein bisschen größer. Ich will nur den Text, das ist jetzt ein Vorteil, denn auf Webseiten zum Beispiel, wo diese animierten GIF-Dateien sind, ist meist wenig Platz. Das könnte ein Banner sein. So, jetzt bin ich wieder hier, gehe auf mein Textwerkzeug und lösche quasi das letzte Buchstäbchen da hinten dran, das X. Warum dieses? Ja, werden wir gleich sehen. Wieder bearbeiten, kopieren. Ich gehe hier wieder auf diese Registerkarte, wo das schon ist. Hier ist bisher nur das neue Bild, halt die eingefügte Ebene von vorhin. Jetzt soll ich bearbeiten, einfügen als neue Ebene diesmal. Ne? Vorhin hatten wir neues Bild, ne? Damit wir überhaupt ein Grundbild hatten. Jetzt haben wir als neue Ebene. So. Damit wir das auch wirklich sehen, hier seht ihr auch so eine kleine Vorschau. Ne? Da kann man so ein- und ausblenden. Ja, wir haben es einmal mit X und einmal ohne X. So, die liegen übereinander, deshalb erkennt man das nicht so genau, aber wir achten jetzt drauf. Wir gehen wieder auf unser Original. Ne? Löschen das U. Wieder bearbeiten, kopieren. Wir gehen wieder auf die Registerkarte, wo diese beiden Ebenen schon drin sind. Bearbeiten, einfügen als neue Ebene. Da habe ich die Zwischenablage 1 dazu bekommen. Gehe wieder auf die Registerkarte, wo ich hier das Basisbild editiere. Wieder bearbeiten, kopieren. Ihr könnt auch Steuerung C drücken, wenn das schneller geht für euch. Und bearbeiten, einfügen als wieder als neue Ebene. Das ist dann wichtig. Dann gehen wir wieder hier drauf, löschen das I weg, so, und dann wieder bearbeiten, kopieren, gehen wieder dahin, bearbeiten, einfügen als neue Ebene. So, wir können uns hier mit diesem Augensymbol die einzelnen Ebenen auch mal anschauen, was wir da alles so haben. Ne? Wir haben das, das, das und das alles hintereinander weg. Also die letzte eingefügte Ebene, die jetzt ganz oben drüber ist, ist das L. Die nächste Ebene ist Li, die nächste Ebene ist Lin, nächste Ebene ist Linu und dann haben wir noch Linux. Gut, jetzt blenden wir alle Ebenen ein, so dass die Augen alle da sind. Gut, falls euch das Gesamtbild zu groß ist, ne, mit Bild und dann der Information, ne, Bildeigenschaften, sieht man, wie groß das Bild ist. Das ist hier nicht so riesig, das ist eigentlich ganz gut für Webseiten. Könnt ihr gegebenenfalls mit Bild skalieren auf die von euch gewünschte Breite und Höhe skalieren, ne? Wie ihr es denn gerne möchtet. So, jetzt haben wir also hier mehrere Ebenen, die nacheinander die Buchstaben darstellen. Und das Ganze kann man jetzt Datei exportieren als. Und dann, hier steht dann standardmäßig PNG, das soll jetzt aber ein GIF Bild werden. Dateityp nach Endung. Und ich will ein GIF-Bild. Woher weiß der, dass es ein animiertes GIF-Bild wird? Das kann er schon selber. Ich muss nur sagen, als Animation. Ne? Und hier kann ich noch einen Kommentar dazu schreiben. Der erscheint
im GIF-Bild, ne? Aber nicht sichtbar, sondern in der Datei. Das habe ich gemacht. Ihr könnt euer Copyright reinschreiben oder wie auch immer. Pause zwischen Einzelbildern 100 Millisekunden, das sind 0,1 Sekunden. Wenn wir genau eine Sekunde Abstand haben wollen, dann sind es 1000 Millisekunden. Ihr könnt auch mit den anderen Optionen noch herumspielen. So, und wie ich sag mal, exportieren. So, wie heißt denn die GIF-Datei? Die heißt hier umbenannt, weil ich dem Ding eigentlich keinen wirklichen Namen gegeben habe. Liegt da, wo ich zuletzt gewesen bin. Wo war ich denn gewesen? Dokumente, glaube ich. Hier sieht man die unbenannt.gif. Jetzt ein Doppelklick darauf, öffnet sich der Dateibetrachter oder was auch immer ihr da habt. So, jetzt ist das Ding statisch. Was ist hier passiert? Wir gehen nochmal hier drauf. Wir müssen eine weitere Option anklicken. Exportieren als, wieder als unbenannt GIF. Ja, exportieren, ersetzen und die Einzelbildübergänge, Einzelbild pro Ebene ersetzen. Wählen wir mal exportieren, gehen jetzt nochmal da drauf, klicken das an und wir stellen fest, genauso wie wir es in der Reihenfolge gemacht haben, wir haben ja immer ein X weggelassen und so weiter, dann das U weggelassen und das N weggelassen und immer wieder kopiert. Das funktioniert. Wenn wir das umgekehrt haben wollen, müssen wir es jedenfalls in der umgekehrten Reihenfolge machen. Gut. Ja, das war das. Ich verwerfe das jetzt mal. Ihr speichert das natürlich. Was könnte man noch machen? Ihr habt vielleicht eine Kamera, die erzeugt die Bilder automatisch. Oder ne, ihr macht eine Serienbildreihe. Oder ihr benutzt eine Anwendung, die automatisch Bilder erzeugt. Ich habe da mal was vorbereitet. Ne? Und zwar gibt es Programme, die zum Beispiel Animationen in Einzelbildern machen können. Ne? Hier zum Beispiel OpenSCAD mit Ansicht Animation. Da habe ich so eine Art Animation programmiert. Und da kann man sagen, wie viele Frames per Second und wie viele Schritte. Ich sag mal 60. Da sieht man eine Animation. Und diese Animation, da kann man hier unten, das ist die wichtige Option, die Bilder ausgeben. Also die Bilder werden hier automatisch generiert. Ja. Und wir wollen doch gleich mal ein animiertes GIF daraus machen. Richtig schön dreidimensional. Ein animiertes GIF. Bilder ausgeben, klicke ich an. Jetzt sehen wir, was hier passiert. Hier werden die Einzelbilder dann automatisch erzeugt. Ja, insgesamt 60, deshalb warten wir einen kleinen Moment. So, sind alle Einzelbilder von Frame 00. Die werden schön durchnummeriert bis in diesem Fall 59 generiert, kann ich das Animationsprogramm beenden. So. So, jetzt kommt wieder GIMP zum Tragen. Wir öffnen GIMP. Nun habe ich mir die Einzelbildchen generieren lassen. Und da kann ich direkt losstarten. Das könnte auch eine Fotoserie sein. Mit dem Fotoapparat gibt es ja dieses Tick, 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 dass er ganz viele Bilder macht. Alle gleich groß. Wunderbar. Könntet ihr auch nehmen. Ich nehme jetzt mal das als Ebenen öffnen. Das ist wichtig, damit wir die Bilder nicht einzeln geöffnet haben, sondern in einem Bild als viele Ebenen. Bilddatei als Ebenen öffnen. So. Wo war das Ding jetzt? Dort. Wichtig ist die Sortierung der Reihenfolge nach Name aufsteigend oder absteigend. Gut, wir wollen das von 00 bis Shift-Taste drücken, Klick, dass alle markiert sind, die wir haben wollen. Also von 00 bis 59, insgesamt 60 Frames für unser kleines Sekundenzeiger-Demochen. Wir sehen, die importiert er jetzt alle als separate Ebenen in diesem Fenster sieht man das. So, und jetzt machen wir das Gleiche, was wir vorher gemacht haben. Wir schauen vielleicht erstmal, diese Größe ist uns für eine Webseite viel zu groß. Ja. Bildeigenschaften. Wir gucken mal, wie groß ist es denn? 1292 x 899 Pixel. Ne? Da nimmt das Ding den ganzen Bildschirm ein, wenn ich es zum Beispiel auf eine Webseite mache. Also sage ich Bild. Ja, Bild skalieren, nicht Ebene skalieren, Bild skalieren auf eine Breite, die vielleicht erträglicher ist.
Ich sage 300 Tab-Taste drücken mal 209. Soll es unsymmetrisch sein, ne? Dann könnt ihr hier diese Chain, diese Kette lösen und da sowohl hier als auch da die Größe ändern. Ich lasse es zusammen, damit es in der Größe in dem Verhältnis bleibt, wie es jetzt schon ist. Nur, dass es halt kleiner wird, skalieren. So, sämtliche Ebenen werden dann auf diese kleinere Größe skaliert. Datei. Und dann exportieren als, ja, wie heißt es denn dann hinterher? Man sieht, er hat wahllos jetzt erstmal einen Namen vergeben. Ne? Ich hatte ja keinen genannt. Das Ding wird hinterher heißen Frame 0000 GIF Datei. Exportieren als, so, und jetzt Dateityp nach Endung, wieder eine GIF-Datei machen, exportieren, und es soll eine Animation sein, ich sag mal, AniGIF by Frank Anna. So, Einzelbildpause, ich sag 1000 Millisekunden, das ist eine Sekunde. Ein Einzelbild pro Ebene ersetzen, so, und ich sag mal exportieren. Das dauert dann einen Moment, da das hier insgesamt 60 Bilder sind. Aber dadurch, dass wir die Dateigröße geändert haben, also die Bildgröße geändert haben, geht das hier relativ fix. So, jetzt gehe ich da nochmal rein. Habe ich wieder meinen Ordner zugemacht. So, wir erkennen das an der Dateiendung GIF. Das ist jetzt ein 274,5 Kilobyte großes GIF-Bild. Das ist relativ klein dafür, dass da 60 Einzelbilder drin sind. Gut. Und dann sieht das so aus. Ihr seht, der Zeiger bewegt sich. Und ich mache das hier mal etwas größer. Steuerung bzw. Mausrollrad größer. Da bewegt sich mein Sekundenzeiger in 1 Sekunden Abstand, 1000 Millisekunden. Wird das jeweils nächste Bildchen angezeigt, obwohl es nur eine Datei ist. Das ist so eine Art YouTube-Video ohne Ton, ne? Als GIF-Datei. So war das früher sowieso fast die einzige Möglichkeit, auf einer Webseite was Grafisches, Animiertes zu machen. Auch heute noch gern gesehen. Wie gesagt, ihr kommt an die Bilder entweder malt ihr jedes einzelne. Ich brauche das hier nicht merken. Ich merke mir ja auch so alles. Entweder jedes einzelne Bild malen, ne, das dann genauso groß ist wie das vorhergehende, nur ein bisschen anders, ne, zum Beispiel anderer Text. Oder halt eine Fotoserie machen mit eurem Smartphone oder Fotoapparat und die Bilder in der Reihenfolge nummerieren, wie sie erscheinen sollen und dann als GIF exportieren. So, ich hoffe, ihr mitgeholfen habt. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.